Für viele ist Kleidung auch gerade im Business belegt mit dem Thema Verkleidung. Mhm. Ja? Mhm. Und nicht mit Wohlgefühl. Und nicht mit Wohlgefühl, sondern ich habe jetzt einen Business-Termin. Ich denke, ich muss mich da so anziehen. Ich weiß schon jetzt, ich werde mich unterirdisch fühlen, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe keine andere Idee, wie es aussehen könnte. Ja, das Thema Stil bedeutet schon, dass wir uns mit uns beschäftigen, dass wir uns mit unserem Umfeld, mit auch dem, was wir aussagen wollen, beschäftigen. Und es ist ein bisschen vielleicht für die eine oder andere ein neues Lernfeld. Nur wenn wir uns da mal reingegeben haben, dann werden wir einfach immer sattelfester. Also ich bin ja selber eine Scannerin, eine Vielbegabte, die 1000 Interessen hat. Das heißt, meine Interessen waren immer sehr breit gefächert, auch bei dem, was ich tue und was ich anbiete. Will ich mich da in die Technik so absolut reinfuchsen? Bin ich das überhaupt? Welche Teile werde ich erlernen? Welche Teile sozusagen werde ich einfach auslagern? Also auch das ist etwas, was sehr wichtig ist am Anfang. Also ich wusste dann auf jeden Fall, ich will weiterempfehlen. Ich wusste, dass die Weiterempfehlung muss für mich absolut mit Qualität sein. Ich habe viel zu viele getroffen, Frauen, die investiert haben und einfach falsch investiert haben. Ja. Dann wusste ich auf jeden Fall, ich möchte gerne Interviews machen und Menschen sozusagen auch treffen, mich mit Menschen vernetzen. Das war ein konkreter tatsächlich, ne? Das spürt man bei dir auch. Ja. Dass es dir eben nicht reicht, jetzt einfach nur einen Kontakt herzustellen, sondern dass du auch tatsächlich in Berührung kommen möchtest. Ja, das war mir wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann das funktionieren vom Businessmodell her? Bei der Stimme und Sprechen geht es eben meistens darum, wir brauchen ein breites Repertoire, weil wir gerade zum Beispiel als Unternehmerin ja auch ganz unterschiedliche sprecherische Herausforderungen haben und auch mit sehr unterschiedlichen Menschen kommunizieren müssen. Und häufig ist unser Repertoire etwas eingeengt. Und darum geht es dann zum Beispiel in den Coachings zu gucken, wo bin ich in meinem Repertoire und was brauche ich sozusagen, dass ich auch die Möglichkeit habe, egal ob bei schwierigen Kundengesprächen, auf der Bühne, vor dem Mikrofon, vor der Kamera, wirkungsvoll, sympathisch und kompetent zu sprechen. Viele können ja auch ihre Stimme nicht leiden oder vermeiden wirklich Aufnahmen. Das ist natürlich dann auch schon mal nicht so gut, weil eigentlich ja, ist es sinnvoll, dass wir gut mit unserer Stimme identifiziert sind. Was würdest du insgesamt sagen, woran erkennst du im Markt, wenn du dich jetzt so umguckst, woran erkennst du gutes Marketing? An der Wiedererkennbarkeit, an der klaren Positionierung. Und das Interessante ist, daran habe ich selber für mich lange gehadert. Weil ich einfach gesagt habe, oh verdammt, ich kann so viel, warum soll ich mich jetzt einschränken? Der Klassiker, das, was alle sagen. Und wer da also einfach zu breit aufgestellt ist, auf allen Hochzeiten tanzt, der schafft es wirklich nicht, sich zu positionieren. Und Positionierung ist da tatsächlich echt alles. Ne? Google kann inzwischen Synonyme und das ist ganz wichtig für das Suchmaschinenoptimierte Schreiben, anders als noch vor 10 Jahren, müssen wir nicht an diesen Keywords, die wir uns da überlegt haben, festhalten. Also so umständliche Konstruktionen machen, damit das ja auch in der richtigen Reihenfolge erscheint, sondern darauf vertrauen. Google kann das